Ja, wir wollen mit diesem Format der Sozialstunde die Entscheidungsträger in der Sozialwirtschaft im Rheinland zusammenbringen. Sie sollen netzwerken, sie sollen sich kennenlernen, sie sollen gute Ideen austauschen und sie sollen vielleicht in Kooperationen gehen. Ich wünsche Ihnen und uns allen heute einen sehr informativen und anregenden Abend und kann dann Mikrofon und Wort bereits an Herrn Nagy weitergeben. Und nun freuen wir uns erstmal auf den ersten Aufschlag von Herrn Bundesminister Brühl. Wo wir uns auch erhoffen, dass er nicht nur die Probleme, sondern auch ein Stück weit die Ideen, die Strategien der Bundesregierung uns vorstellt. Und damit übergebe ich an Sie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich hier zu sein. Volker Stauffert hat mir davon erzählt, dann auch Karl-Josef Laumann. Also als Rheinländer bin ich fast so trinkfest wie Karl-Josef Laumann als Westfale. Aber ich nehme heute den letzten Flieger, Herr Bürgermeister. Nicht, weil ich Köln verlassen will, sondern weil ich morgen wieder im Kabinett sein muss. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute unseren Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zu Gast hatten. Insgesamt sehr spannend. Das hat Anlass gegeben für weitere Diskussionen hier unter den Gästen. Wir bieten hier auch themenbezogene Stammtische an, wo man die Möglichkeit hat, sich entsprechend auch auszutauschen über das, was einen gerade bewegt, wie aktuell beispielsweise die Pflegestärkungsgesetze oder die Bundesteilhabegesetzgebung, was jetzt aktuell gerade in der ganz heißen Phase ist. Eine tolle Location, komme aus über 100 Kilometern extra hierhin, weil ich gehört habe, dass das Essen sehr gut ist und dass hier fantastische Leute sind. Und genauso war das heute. Und jetzt noch mit sehr schönen Gesprächen hier im Nachgang.